Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gurken Gustavs Let's Play. Heute wieder mit dem Euro Truck Simulator 2. Wir müssen uns einen neuen Auftrag suchen. Weil den letzten Auftrag hatten wir ja nun schon erledigt. Wir haben jetzt ein Guthaben von 120.751 Euro. Es läppert sich, es wird langsam mehr. Sind jetzt Level 8. Fähigkeiten haben wir einmal hier auf Fernfahrten gesetzt, wo wir Level 8 geworden sind beim letzten Part. Das werde ich auch so weiterhin führen, dass ich dann einmal immer nach unten gehe und dann wieder von oben anfange und wieder runter gehe. Ich denke mal, das ist die beste Art und Weise, hier irgendwie so einigermaßen zu leveln. So haben wir nicht gleich unheimlich viel Wegstrecke zu fahren und kriegen eigentlich kaum Kohle. So verteilt sich das ein bisschen auf die einzelnen Aufträge. Gut, dann suchen wir uns einfach mal einen neuen Auftrag. So, einmal in die Schnellaufträge rein. Dann schauen wir mal. Wir haben hier einen mit 26,86 Euro. Wäre Kaviar 23 Tonnen. Von Fexio nach Westeras oder Westeres. Westeres, irgendwie so komisch. Auf alle Fälle hoch nach Schweden. Von Schweden hoch nach Schweden. Gucken wir uns mal die Strecke an. Wären 452 Kilometer. Wir könnten auch nach Frankreich fahren, sehe ich gerade. Und zwar nach Metz. Von Osnabrück aus wären 10 Tonnen Luxus-SUVs. Sind 502 Kilometer. Ist sogar noch weiter, aber wir kriegen dafür allerdings viel, viel weniger Geld. Ich gucke mal kurz auf die nächsten 1-2 Seiten, ob wir da noch irgendwie ein besseres Angebot hätten. Na, sieht nicht so aus. Nee. Wäre nur noch ein Großreifen im Schwertransport. Ja, aber das wären auch nur 25 Euro. Bei den anderen kriegen wir immerhin 26. Aber ansonsten, ne. Ich habe hier weiter erstmal nichts. Nee. Also jetzt alle Seiten durchgehen wollte ich auch nicht. Wir nehmen den für 26,86 Euro pro Kilometer. Ist in Ordnung, sind 452 Kilometer. Ist zwar wieder ein Kombizug und ist auch eine Standardlieferung. Das heißt, wir werden hier jetzt nicht allzu viel EP bekommen. Ist aber jetzt erstmal nicht so tragisch. Wir bekommen dafür aber am meisten Kohle. So. Dann wollen wir mal gucken. Ist da ein Navi drin? Das sieht wohl so aus. Dann können wir das nämlich wegmachen. Fertig zum Losfahren. Jo, Schätzelein, ich weiß, wir sind fertig zum Losfahren. Sind wir noch nicht. Wir müssen nämlich noch das Licht anschalten. Wir fahren wieder mit einem Scania. In diesem Scania muss auch ich erstmal fix hier die Spiegel nochmal ordentlich einstellen. Ne, falsche Richtung. So, so. Gut. Bitte einmal noch ein Stück nach oben. Sehr gut, den Rest können wir so lassen, würde ich sagen. Jo, das sieht ganz gut aus. So, genau. Den machen wir weg. Dann schauen wir mal. Wir werden erwartet am Samstag zwischen 7 Uhr und 14.29 Uhr. Fahrzeit beträgt 7 Stunden laut Navi. Ich denke mal, wir werden das ein bisschen früher schaffen. Gut. Okay, dann wollen wir mal losgurken. Weil wir können ja hier gleich schön den LKW rumzwirbeln. So. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir den auch hier rumkriegen. Wie gesagt, ich mag ungern mit Kombi an, mit Kombi-Zügen fahren. Also das ist so ekelhaft. Weil du teilweise wirklich nirgendwo richtig lang kommst. Biege nach rechts ab. So, wenn ich jetzt hier einmal komplett rumziehen würde, der würde mir hinten komplett einmal hängen bleiben. Sehr gut, da sind wir raus. Deswegen, da muss man mal schon ein bisschen aufpassen. Demnächst links abbiegen. Jawohl, Sir. Machen wir, Sir. Ma'am, Sir. Wir biegen links ab. Biege nach links ab. So, gut.
immer geradeaus. Ja, und wie wir wieder sehen, habe ich wieder ein Pech und die Ampel ist rot. Biege nach rechts ab. Echt schlimm, echt schlimm. Oh, die wird wieder grün. Sehr schön, sehr schön. Man sieht, wie eng das hinten ist mit dem letzten Auflieger, ne? Das ist furchtbar. Gut, dann muss ich auch sagen, ich spiele das Ding ja auch nur mit Pad und also mit Joypad und Tastatur. Also nicht mit einem Lenkrad oder so. Rechts halten und dann. Weil ich habe nämlich keins. Ich weiß, es gibt auch Leute, die spielen das nur mit der Tastatur oder nur mit der Maus. Das weiß ich auch, aber seht ihr, wie eng das da ist? Da, habt ihr das gesehen? Jetzt hätte ich beinahe wirklich die Ampel mit weggerammelt. Und das meine ich mit diesen Kombi-Aufliegern. Die sind teilweise echt so lang, dass du hier wirklich eigentlich schon rüber musst auf die andere Fahrbahnseite. Und das meine ich mit ekelhaft. Also ich mag die mit denen ungern fahren. Deswegen habe ich für mich beschlossen, dass wir, sofern wir unsere eigene Firma haben, werden die LKWs definitiv auch mit Aufliegern ausgestattet. Und zwar mit Kühlern. Wenn wir die ausstatten, das heißt, wir werden dann nur noch Kühlware fahren. Immer geradeaus. Ist auch nicht wirklich schlimm, aber ich möchte definitiv nicht diese Kombizüge fahren. Absolut gar nicht. Ja. Wenn ihr bei euch diese Kombizüge fahren wollt und das mögt, könnt ihr das gerne tun. Aber ich werde sie definitiv nicht fahren. Ich werde dann wirklich sagen, ich kaufe dann extra nur dafür. Ein bisschen schnell unterwegs. Extra nur dafür kaufe ich dann wirklich diese normalen Kühler Auflieger, die reichen komplett einmal aus. Ach, ist ja schon mir. So. Schön hier ist, wir brauchen diesmal nicht zu irgendeiner Fähre gucken. Wir können jetzt wirklich ganz in Ruhe und entspannt einfach nur so Landstraße und Autobahn lang gucken und die Landschaft ein bisschen angucken. Reicht vollkommen aus. Immer geradeaus. Huch, wir haben hier ein Unfall. Ach hey. Der hat sich ein wenig aufs Dach gelegt. Wahrscheinlich auf die Gegenspur gekommen und dann beim Abbremsen oder zu stark bremsen einmal überschlagen. Gehe ich mal davon aus, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was sie hier mal in diesen Eurotruck Simulator 2 einführen könnten? Und zwar gibt es im ATS, also im American Truck Simulator, gibt es seit dem neuen, seit der neuen Erweiterung die Option, dass du dir, wie nennt sich das? So eine Sehenswürdigkeiten oder wichtige Sachen angucken kannst. Da ist dann so eine Kamera und da kannst du dich da hinstellen und dann kriegst du das gezeigt. Ist vielleicht mal nicht verkehrt, das für den Eurotruck Simulator zu machen. Das war klar, dass ich da wieder hängen bleibe. Ist nicht verkehrt, das vielleicht mal für den Eurotruck Simulator 2 zu machen.
Also ich würde das sehr, sehr gut finden sogar, weil dann würde man auch viel, viel mehr wirklich hier von dieser sehr, sehr schön gestalteten Landschaft mitbekommen. Man muss dazu sagen, die Grafikdesigner hier machen sich wirklich sehr, sehr viel Mühe. Naja, wenigstens einer, der mal fix anhält und mich dann reinlässt. Die Grafikdesigner von, wie heißen die Jungs hier, SCS, machen sich wirklich sehr, sehr viel Mühe, hier diese schöne Landschaft zu gestalten und so Rechts weiter und so halten fort. und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dass man wirklich sagen kann, Leute, führt doch das einfach mal hier mit ein. Nimm die Ja, Ausfahrt rechts. diese Aussichtspunkte wie im ATS zum Beispiel. Ja, wie im American Truck Simulator. Also ich habe es jetzt erst seit der neuen Expansion von American Truck Simulator mitbekommen, dass es halt da sowas gibt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde toll finden, wenn es hier sowas auch geben würde. Ja. Dass man dann halt mal so richtig schön Zeit bekommt, vielleicht Sehenswürdigkeiten von irgendeiner berühmten Stadt, die man kennt, oder man muss nach Paris, damit man da wirklich mal ein paar Bilder vom Eiffelturm sieht und so weiter und so fort. Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre mal echt eine Möglichkeit. Da würden die Leute auch viel, viel öfter in solche Städten fahren und sich viel, viel öfter auch diese ganzen Landschaften in dem Spiel haben. Ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, ob ihr da auch der gleichen Meinung seid, aber meine Meinung ist das so mal, dass man das vielleicht mal machen Immer könnte. geradeaus. Ja. Obwohl das Spiel hier schon generell ein sehr tolles Spiel ist, muss ich dazu sagen. Ja, also vom Grafischen her wirklich top. Und wenn man dann noch die Pro-Mods drauf hat, dann hat man eine Karte, die ist immens groß. Dann fahren wir mal an dem hier schnell wieder vorbei. Ich weiß auch gar nicht, warum der überhaupt überholt hat. Wenn er jetzt mit was schwächelt. Und ich weiß immer noch nicht, warum wir 23 Tonnen Kaviar mit einem Kombi-Auflieger fahren. Also. Dann doch einfach 2 Tonnen wieder runternehmen und dann passt es doch. Also ich kenne das noch von wo ich gefahren bin. Meine Zugmaschine, die hatte ein Gewicht von, wenn ich den jetzt voll getankt hatte, wir hatten 2 Tanks drinne, einen etwas größeren und einen etwas kleineren, haben beide gefasst insgesamt, glaube so an die 1000 Liter oder beide 500 Liter groß. Sogar, es war eine von war ein Volvo FH16 mit 500 PS, und da konnten wir wirklich bis zu 21 Tonnen im Auflieger zuladen ohne Schwierigkeiten. Ne? Wir haben also ich bin Kühlzug gefahren, das weiß ich noch. Teilweise zum Anfang erst noch immer hängende Ware, also Rinderhälften und Schweinehälften und so weiter, oder ganze Schweine halt auch von den Schlachthöfen. Dann nachher später Palettenware noch, oder zwischendrin mal halt Palettenware. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also wir haben immer bis zu 21 Tonnen oben drauf gekriegt. Hinten.
War sehr nice, muss ich dazu sagen. War sehr, sehr gut. Ach, mir juckt davon ab. Oh, geht gleich weiter, Leute, geht gleich weiter. Kleinen Moment. Aber mir juckt sowas von der kleinen Finger gerade. Gut. Sorry, Entschuldigung. Kann passieren. So, der Lüfter, der jetzt neben mir hier steht, den habe ich erstmal vorhin ausgemacht. Nicht, dass der uns irritiert und jedes Mal ins Mikro pustet. Aber bei uns ist das so ekelhaft warm. Huch, mein Gott, ich fahre heute aber in meinen Rad zusammen. Meine Fresse, nee. Bitte rechts halten. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Jupp, mach aber, wir nehmen die Ausfahrt rechts. Das kriegen wir hin. So. Biege nach rechts ab. Habt ihr gesehen, so weit muss ich ausführen, damit ich da einigermaßen rumkomme und sehr eng Kurve. Und deswegen habe ich vorhin zum Anfang schon gesagt, also definitiv werden bei mir dann Auflieger kommen mit der Zugmaschine. Und das werden ganz normale Kühlauflieger sein, dann werden wir halt die ganze Zeit gekühlte Ware fahren. Die Firma, die ich danach aufbauen werde, denke ich mal, wird dann mit na mit Kofferaufbauten und dann Auflieger bekommen, also für Trockenzeug und so ein Shit alles, also ungekühlt. Es wird wenn kein Kühler sein, sondern ganz normal Trockenzeug, damit man das in Ruhe fahren kann. So, dass wir dann nachher wirklich so ganz viele kleine Firmen haben überall und wir selbst nicht mehr fahren müssen. Dann wirklich bloß noch ab und zu mal ringen, gucken, wie viel Geld haben wir verdient, eventuell eine neue Firma kaufen, da mal fix mit dem LKW hinfahren, ab und zu mal vielleicht auch selber mal noch eine Tour fahren. Ja. Aber das dann halt, dass wir dann halt, mein Freund, du kannst doch nicht einfach, habt ihr das gesehen? Das kann nicht sein, da fährt der einfach rüber. Mein Gott, nee. Mann, wenn du lebensmüde bist und drüber Bus fahr, dann fahr doch über eine Bahnschiene, wenn die runter ist, Mensch. Die Schranke nur. Eieieiei.
Immer geradeaus. Ja. Habe ich mir auch so gedacht. Dass wir immer geradeaus fahren müssen. Tanken müssen wir nicht. So, ruhig weiterfahren. Pause machen müssen wir auch nicht. Demnächst rechts abbiegen. Jo. Biege nach rechts ab. So, jetzt muss ich hier ein bisschen ausholen. Weil sonst komme ich hier vorher nämlich nicht rum im Arsch. Kommt zwar ein LKW, aber der muss man mal halt ganz kurz warten. So. Ah, wieder hingeblieben. Ach nee. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. So, keine 100 Kilometer mehr. Wir sind gleich am, also fast am Ziel angekommen. Wir haben noch 90 Kilometer vor uns. Das ist sehr gut. Hat sehr schön hier in diesem Part reingepasst alles. Immer geradeaus. Und dann gucken wir mal, wie viel EP wir hier bekommen haben. Glaube ich, wie viel EP wir bekommen werden. Definitiv werden wir aber so um Mitternacht dort aufschlagen. Also eigentlich genau noch in der Zeit. Locker in der Zeit, die uns vorgegeben wurde.
immer geradeaus. Also ganz schnell. So, dann sind wir nämlich gleich angekommen. Und ich glaube, in Festeras waren wir auch noch gar nicht, soviel ich weiß. Das heißt, wir haben dann wieder eine Stadt entdeckt. Oder jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was soll das? Auf den letzten, ich sag mal, 15 Kilometer regnet es. Na super. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, Schätzlein, das machen wir so. Wir biegen jetzt rechts ab und dann sind wir ja auch schon fast da. Biege nach rechts ab. Huch, das ist aber eine kurze Ausfahrt. Eieieiei. Das war aber eine sehr kurze Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, würde ich gern, kann ich nur nicht, weil die Ampel rot ist. Und sofern grün ist, werden wir links abbiegen. Demnächst links abbiegen. Dann sind wir ja gleich bei ICA. So, dann biege nach links ab. Ich weiß bloß noch nicht, wo wir hier hin müssen. Es ist vorbei. Ja, wenn du das hast. Ach, da hinten müssen wir hin. Glaube ich jedenfalls. Hier hinten irgendwo. Sieht nämlich so aus. Ach, da. Da sollen wir hinstellen. Dann machen wir das. So. Huch. Das war ein bisschen weit. Mal ganz schnell noch wieder ein Stück zurückfahren. Sehr gut. So, Handbremse an, Licht aus, Motor aus und absatteln. Dann schauen wir mal. Naja, besser als nix. Wie gesagt, war jetzt nicht so die besten Voraussetzungen mit den EP. Wir haben bloß die bei den Bonusfahrten, haben wir jetzt nochmal 113 EP dazu gekriegt. Wir hatten ja auch nicht mehr. Gut, okay, kann man nicht ändern. Definitiv haben wir aber unser Guthaben erhöht. Wir haben jetzt ein Guthaben von 133.241 Euro. Ich schaue noch mal fix in die Aufträge rein, mal schauen, was wir als nächstes fahren könnten. Ob wir das jetzt im Endeffekt fahren, weiß ich noch nicht. Und entscheiden wir dann. Trelleborg, Christiansand.
Ist zwar kein Kombi-Auflieger, aber es ist eine zerbrechliche Fracht und eine wichtige Lieferung. Allerdings würde ich hier unten bei dem, weil da müssen wir nämlich nach Stockholm, aber ich glaube, in Stockholm waren wir schon, 26 Euro pro Kilometer kriegen. Das wären allerdings nur 377 Kilometer. Muss ich sehen, welchen wir da fahren, kann ich euch noch nicht sagen. Hier wäre zum Beispiel ein Kessel-Element wieder mit 29 Euro pro Kilometer. Ja, könnte man auch fahren, weil der Volvo, der ist ja sehr, sehr, also der reizt mich wirklich sehr hier mit den 750 PS. Mal schauen, vielleicht werden wir auch das fahren. Muss ich mal gucken beim nächsten Mal, aber ich denke mal eher schon, weil wie gesagt, 29,42 € pro Kilometer, da sagt man ja eigentlich nicht nein. Und wir kriegen definitiv ein paar XP dazu. Wahrscheinlich auch nicht gerade wenig. Einmal welche für hochwertige Fracht und dann denke ich mal noch welche für die für den Schwergut. Bonusfernfahrt denke ich mal wohl diesmal eher nicht, weil wir unter 350 Kilometer sind, wenn ich es richtig sehe. Ja. Trelleborg, Esbjerg. Na, ich glaube, da waren wir aber auch schon. Wie gesagt, entscheide ich beim nächsten Mal. Mache ich nicht jetzt. Wir haben bloß mal fix geguckt. Gut. Okay. Dann werde ich den Part hiermit beenden. Bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag. Auf dass es auch bei euch bald regnen würde oder möge. Weil ich habe nämlich so langsam keine Lust mehr auf dieses pisswarme Wetter. Ich möchte gerne so langsam mal ein bisschen Regen haben. Ein bisschen Abkühlung wäre nicht schlecht. Und das wünsche ich euch auch, ein bisschen Abkühlung. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Gurken Gustav. Bye bye.